Heute wird im Garten des Berufsbildungszentrums der VHS gefeiert. Die Sommerferien stehen bevor und die jungen Menschen stoßen auf große und kleine Erfolge aus dem letzten Jahr an. Sie alle haben an unterschiedlichen Angeboten des Berufsbildungszentrums teilgenommen. In ihrer eigenen Geschwindigkeit haben sie Neues gelernt und die Motivation, ihr eigenes Leben zu gestalten, wiedergefunden. Aber komm doch mit und schaue dir mit uns an, was im letzten Jahr genau passiert ist. Marlon wusste nach seinen 10 Schulpflichtjahren nicht, was er beruflich machen wollte. Ein Kumpel erzählte ihm, dass er jetzt bei der Jugendwerkstatt der VHS im Metallbereich arbeitet. Das hört sich gut an für Marlon und er begleitet seinen Kumpel am nächsten Tag in das Berufsbildungszentrum. Dort vereinbart er ein Beratungsgespräch, um zu schauen, ob die Jugendwerkstatt auch etwas für ihn ist. Nach dem Gespräch meldet Marlon sich ebenfalls für die Jugendwerkstatt an und freut sich auf das Lernen in kleinen Gruppen mit netten Leuten. Er startet in der Holzwerkstatt, um herauszufinden, ob der Beruf als Schreiner etwas für ihn sein könnte. André ist früher nur selten zur Schule gegangen und konnte mit Schule nicht viel anfangen. Das hat sich aber geändert und er möchte seinen Abschluss nachholen. Seinen HSA 10 hat er nach einem Jahr im Schulabschlusskurs der VHS im Berufsbildungszentrum schon erreicht. Nach den Ferien bleibt er und macht noch seine mittlere Reife. Die sozialpädagogischen Fachkräfte haben für ihn und alle anderen immer ein offenes Ohr. Und das seit über 35 Jahren. Hier geht's familiär und ohne Druck zu. Alle Angebote sind freiwillig. Wir unterstützen dich dabei, deine großen und kleinen Erfolge zu erreichen. Ainur musste aus ihrer Heimat Syrien fliehen. Ainur war immer gut in der Schule, doch hier in Deutschland muss sie erst die neue Sprache lernen, bis sie einen Schulabschluss machen kann. Ainur besucht das Integrationsprogramm im Berufsbildungszentrum. Hier hat sie Zeit und Raum, sich sprachlich zu verbessern, Freundschaften zu schließen und sich im Stützunterricht und im VHS-Lerncafé optimal auf einen Schulabschluss vorzubereiten. Die Arbeit in der Hauswirtschaft der Jugendwerkstatt hilft ihr dabei, ihre Alltagssprache zu verbessern. Befindest du dich in einer ähnlichen Situation wie Marlon, André oder Ainur? Dann laden wir dich ein, uns einmal zu besuchen. Vielleicht haben wir genau das richtige Angebot für dich. Hier kannst du nach vorne schauen und Vergangenes hinter dir lassen. Wir unterstützen dich bei deinem Weg von der Begleitung zur selbstständigen Lebensführung über das Kennenlernen der verschiedenen Werkstätten und dem Einstieg in ein Praktikum oder die Ausbildung bis hin zum Erreichen deines Schulabschlusses. Finde auch du deinen Weg bei der VHS Castrop-Rauxel. Hier kannst du dich ausprobieren und herausfinden, ob dir die Arbeit mit Metall, Holz oder in der Hauswirtschaft liegen. Oder du lernst die deutsche Sprache und knüpfst neue Kontakte. Wir sind als Team für dich da und unterstützen dich dabei. Und wer weiß, vielleicht feierst auch du dann bald mit uns hier im Garten deine kleinen oder großen Erfolge. Du willst mehr erfahren? Dann vereinbare ein Beratungsgespräch und erfahre mehr über deine Möglichkeiten, deine Zukunft im Berufsbildungszentrum zu gestalten. Wir freuen uns auf dich. Informationen findest du hier.